Moin, ihr wunderbare Menschen des Interwebs. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu meinem Let's Play von Phoenix Wright Ace Attorney. Und wir sind aufgewacht, oder wir hatten in der Nacht einen fürchterlichen Albtraum, wo wir wieder mit dem Hämmerchen in Boden gerammt wurden, Boden gehämmert wurden sind. Und ja, stimmt, Phoenix hatte diesen Traum nochmal. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, war das beim Anfang von Justice for All. In der Tutorial-Mission, also in dem Tutorial-Fall. Das war, glaube ich, da, wo Phoenix diesen Traum schon einmal hatte. Wir stehen vor Gericht und wir sollen die Unschuld von Herrn Angard beweisen, was ich nicht tun werde. Auf keinen Fall, weil ab einem bestimmten Punkt. Also es gibt zwei Enden. Ich werde jetzt aber hier nur ein Ende zeigen. Also ich werde nur ein Ende durchspielen. Und ich werde versuchen, das gute Ende zu bekommen. Und das gute Ende bekommst du, wenn du dich moralisch einfach richtig entscheidest. Was bedeutet, wenn du versuchst, keinen Freispruch zu bekommen. Also wenn du wirklich versuchst, einen Schuldspruch zu bekommen. Das heißt, als Phoenix sozusagen würdest du ja dann verlieren. Aber gezwungenermaßen einen Mörder freizusprechen, das wäre das schlechte Ende. Und das wäre für mich auch moralisch komplett verwerflich, weswegen ich das so oder so niemals machen würde. Ja, also wenn ich ihn anklagen müsste und dann ein schlechtes Ende bekommen würde, dann würde ich auch das schlechte Ende nehmen. Aber ich glaube, hier war es so, wenn du auf schuldig plädierst oder zumindest nicht versuchst, ihn freizusprechen, dann bekommst du das gute Ende. Und das ist das, worauf wir hinaus wollen. Ich mag den Klingelton. Hallo, hier Phoenix Wright. Sie sehen nicht gut aus, Alter. Sie werden heute meine Unschuld beweisen, nicht wahr? Ich bitte Sie, Herr Anwalt. Es geht ja nicht nur um mich. Das Leben Ihrer Freundin hängt von dem Urteil heute ab. Hör jetzt gut zu. Sieh lieber zu, dass Angard verurteilt wird, okay? Wenn dieser alte Schleimbeutel freigesprochen wird, werde ich dir das nie verzeihen. Nie. Ah ja. Phoenix, Phoenix. Mia? Maya, wie geht es Maya? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Seit gestern hat sie nicht mehr versucht, mich zu beschwören. Mia, was soll ich nur tun? Nun, wie ich schon sagte. Das Schlimmste für einen Anwalt ist, sich zu seinem wärmsten Lächeln zu zwingen. Aber du darfst nicht aufgeben. Es gibt immer noch Hoffnung. Hör auf, bitte. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nicht hier, nirgendwo. Ach, schon wieder dieser verflixte Angard. Lassen Sie mich in Ruhe. Rufen Sie mich einfach nicht mehr an. Ich meine es ernst. Du bist wirklich gemein, Junge. Ach, komm schon. Tut mir wirklich furchtbar schrecklich leid. Wo sind Sie? Ich bin jetzt beim Ermittlerteam und wir verfolgen den Killer, Junge. Heißt das, Sie haben eine Spur? Tut mir leid, aber im Moment haben wir keine Spur von diesem Kerl. Aber wir werden nicht aufgeben. Gamshow, bis zum Ende des Prozesses, bis das Urteil gesprochen ist, werden wir alles Erdenkliche tun, um den Killer zu finden. Wenn wir Maya befreit haben, geben Sie Angard den Schuldspruch, den er verdient. Das ist wahr, das könnte ich tun, wenn Sie Maya zuerst finden. Verstanden? Also musst du alles unternehmen, damit der Prozess länger dauert. Ich muss den Prozess verlängern? Geh mit allem, was du hast, zu Herrn Edward, um meinen Plan zu schmieden. Oh, jetzt verstehe ich. Ich glaube an dich, Junge. Du und Edward, ihr beide könnt das schaffen. Also, vertrau uns. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, so wie du. Verstanden. Danke, Gamshow. Hey, Phoenix. Du hast es jetzt verstanden, oder nicht? Du hast etwas, das kein Geld der Welt kaufen kann. Freundschaft. Das ist die stärkste Waffe der Welt und du hast sie im Überfluss. Ja. Sieht so aus, als nähern wir uns dem Ende. Ich muss den Prozess so lange wie möglich machen. Ich muss. Gamsho schafft das, ich weiß es. Ich hoffe es mal. Das Gericht verhandelt den Fall mit Angard. Die Verteidigung ist bereit, euer Herren. Die Anklage ist schon lange bereit, euer Ehren.
Wie ich mich erinnere, endete die gestrige Verhandlung mit einem großen Rätsel. Das Rätsel, welche Rolle Frau Andrews genau in diesem Mord spielte. Das bedeutet also, steht sie mit dem Mord selbst wirklich in Verbindung? Herr Edward, würden Sie bitte das Gericht über den heutigen Ablauf informieren? Adrian Andrews. Die fälschte Beweise, die Herrn Angard verdächtigt erschienen ließen, und floh dann in einem Nickel Samurai-Kostüm vom Tatort. Der Schuld dieser Tat muss sie sich stellen. Dann meinen Sie also, dass sie doch schuldig ist? Ich bin noch nicht fertig, Euer Ehren. Frau Andrews hat nichts mit der eigentlichen Mordtat zu tun. Ich würde gern die Aufmerksamkeit des Gerichts auf diese Karte lenken. Was ist das? Sieht aus wie eine Muschel. Das ist die Visitenkarte eines bestimmten Mörders. Mörder, sagen Sie? Ja, Juan Corridor wurde von einem Profimörder umgebracht. Und die Person, die den Killer anheuerte, sein Auftraggeber, also, ist Matt Angard. Was für eine überraschende Wendung. Ich würde sagen, das ist inzwischen ganz normal, Euer Ehren. Ich weiß, was hier diesmal vorgeht. Und ich weiß, dass alles, was Edward gesagt hat, wahr ist. Aber wir müssen trotzdem so lange wie möglich durchhalten. Zumindest bis sich Maya in Sicherheit befindet. Ich frage mich nur, wie wird der Prozess heute sein? Also gut, bitte rufen Sie Ihren ersten Zeugen auf, Herr Wolf. Die Anklage ruft Herrn Will Powers, den Mentor des Angeklagten, in den Stand. Der Mentor? Okay. Also gut, Zeuge, Ihren Namen und Beruf bitte. Okay, ich heiße Will Powers. Ich bin ein armer und unterbezahlter Actionstar. Und in welcher Beziehung stehen Sie zu dem Angeklagten? Nun, es ist, ich denke, ich bin so eine Art lausiger Mentor für ihn, ja. Herr Powers, bitte, Sie sollten sich selbst nicht so schlecht machen. Tut mir leid, nun, ich bin eben irgendwie ein Niemand. Am Abend des Mordes gingen Sie zum Zimmer des Angeklagten. Ist das richtig? Ja. Das habe ich nicht gewusst. Aber wissen Sie, ich habe Matt eigentlich nicht gesehen, als ich... Beantworten Sie einfach nur das, was Sie gefragt werden. Also gut, bitte sagen Sie uns, was geschah, als Sie zu Herrn Angards Zimmer gingen. Okay, sicher. So, Moment. So, jetzt geht's weiter. Nach der Preisverleihung ging ich alleine zu Matts Zimmer. Matt stand vor seinem Zimmer, noch immer in seinem Nickel Samurai-Kostüm. Er redete mit jemandem. Zuerst dachte ich, es sei der Page. Ich beobachtete die beiden eine Weile, doch dann gab ich auf und ging zurück. Ich hatte an jenem Abend Gäste dabei und konnte diese nicht auf mich warten lassen. An der Aussage von Herrn Powers ist nichts Ungewöhnliches. Und mit dem Pagen zu reden ist nichts Besonderes? Wenn man davon ausgeht, dass Herr Angard nur mit einem ganz gewöhnlichen Pagen sprach. Was wollen Sie damit sagen? Nun, Wright, willst du nicht mit deinem Kreuzfeuer beginnen? So aus, als wären wir wieder in einer brenzligen Situation. Eine Falle. Kannst du sie denn nicht riechen, Phoenix? Wenn wir aber mehr rausfinden wollen, müssen wir uns Kopf voran hineinstürzen, richtig? Okay, dann schauen wir mal. Also, nach der Preisverleihung ging ich alleine zu Matts Zimmer. Matt stand vor seinem Zimmer, noch immer in seinem Nickel Samurai-Kostüm. Er redete mit jemandem. Zuerst dachte ich, es sei der Page. Zuerst? Was meinen Sie damit? Er hatte eine Pagenähnliche Uniform und trug auf einem Tablett eine Flasche Saft. Hört sich nach einem ganz gewöhnlichen Pagen an. Ja, aber ich glaube nicht, dass er ein ganz gewöhnlicher Page war. Und warum nicht? Warum habe ich das wohl gedacht, Herr Wright? Woher soll ich das wissen? Tut mir leid, aber ich kann mich gerade nicht erinnern. Entschuldigung. Ich glaube, da muss ich einfach geduldig sein. Moment mal! Sie sahen die beiden, den Pagen und den Angeklagten, zusammen, richtig? Ja, der Page wollte eigentlich nur gratulieren. Und als sie die beiden beobachteten, sahen sie da etwas Seltsames? Wissen Sie, ich hatte so ein komisches Gefühl. Ich denke, weil Matt, nun, er gab dem Pagen Trinkgeld. Trinkgeld? Aber das ist doch was ganz Normales. Also, wie lange beobachteten sie die beiden? Nicht länger als 1-2 Minuten, denke ich. Gäste der beiden auf mich warten lassen. Moment mal! Wer sind also die Gäste, von denen sie reden?
Die natürlich, sie, Maya und die kleine Pearl. Es wäre sehr unhöflich von mir gewesen, zu verschwinden, weil ich sie eingeladen hatte. Also ging ich zurück an meinen Platz, kurz nachdem ich Matt im Gang gesehen hatte. Es ist wie Wasser aus einem Stein quetschen. Weiteres Angreifen bringt wohl nichts. Kannst du dich daran erinnern? Hatte Herr Powers an jedem Abend seinen Platz verlassen? Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Maya war vor lauter Begeisterung derartig aufgeregt, dass ich nur auf sie achtete. Ich verstehe. Jedenfalls war er laut eigenen Angaben wohl nicht sehr lange fort. Moment mal! Zum Zimmer des Angeklagten. Warum gingen Sie dorthin? Nun, ich bin sein Mentor, sowas wie ein großer Bruder, und ich wollte gratulieren. Stimmt was nicht? Warum reden Sie nicht weiter? Herr Wright. Was ist? Sie versuchen doch, mich auszutricksen, nicht? Hä? Ich weiß, ich bin nur ein armer, unterbezahlter Actionstar, aber ich bin nicht der Mörder. Niemand hat das behauptet, Herr Powers. Nein, bitte, keine Tricks. Jedes Mal, wenn Sie Ihre Anwaltstricks machen, wird der Zeuge plötzlich zum Bösewicht. Jedes Mal? Zeuge, ich werde mit der Verteidigung später persönlich reden. Aber ich bitte Sie jetzt freundlicherweise, mit Ihrer Aussage fortzufahren. Entschuldigung. Also, sie ging zum Zimmer des Angeklagten und dann? Hey, einen Moment, warum bin ich jetzt auf einmal der Bösewicht? Moment mal! Sind Sie sich sicher, dass es Matt Angard war? Ja, ich bin mir sicher. Er trug nämlich nicht seine Nickel-Samurai-Maske. Wenn das der Fall war, kann er sich nicht irren. Und? Was machte der Angeklagte? Stand er vor seinem eigenen Zimmer? Zuerst? Was meinen Sie damit? Ich glaube nicht, dass er ein ganz gewöhnlicher Page war. Ich meine, ich hatte das schon mal angegriffen, aber ich weiß nicht, was ich hier präsentieren soll. Ich habe keinen Beweis, den ich präsentieren könnte. Das heißt, ich muss einfach die ganze Zeit angreifen. Woher soll ich das... Hey, Sekunde mal. Herr Powers, vor ein paar Minuten haben Sie doch gesagt... wissen Sie, ich hatte so ein komisches Gefühl. Ich denke, weil Matt nun, er gab dem Pagen Trinkgeld. Könnte es sein, dass bei Ihnen dabei dieses seltsame Gefühl ausgelöst wurde? Ah, ja, das ist es. Wirklich gute Arbeit. Herr Edworth? Ja, euer Ehren. Dieser Page, der war kein gewöhnlicher, oder? Vielleicht sollte uns der Zeuge das sagen. Nun gut. Herr Powers, bitte vervollständigen Sie Ihre Aussage. Sie meinen das mit dem Pagen, richtig? Matt gab dem Pagen Trinkgeld. Okay. Er gab dem Pagen also Trinkgeld. Was ist daran so ungewöhnlich? Nun sehen Sie, Matt ist nicht so ein armer Geizhals wie ich. Ich versuchte herauszufinden, wie viel es war, denn das Trinkgeld schockierte mich. Wie viel es war? Aber dann passierte etwas noch weit Überraschenderes. Der Page steckte das Trinkgeld in seine Tasche. Und dabei konnte ich das Gesicht des Pagen zum ersten Mal gut sehen. Ich war wirklich schockiert. Ich fürchte, ich kann dem Ganzen nicht folgen. Es hört sich so an, als wäre Herr Powers bei diesem Ereignis zweimal überrascht gewesen. Die Frage ist nur, zu welchem der schockierten Momente soll ich ihn befragen? Ich glaube, ich würde mit dem Trinkgeld anfangen. Oder? Weil, ich meine, das Gesicht kenne ich ja. Das Teddybär-Gesicht, wie Pearl das so schön sagt. Ich glaube, ich möchte mal zum Trinkgeld befragen. Der Angeklagte ist ein Star. Er kann sich's leisten, großes Trinkgeld zu geben, nicht? Sicherlich. Aber ihm so viel zu geben, war vielleicht ein wenig übertrieben, denke ich. Ein wenig übertrieben? Würden Sie das Gericht bitte darüber aufklären, wie viel der Angeklagte Ihrer Meinung nach dem Pagen gegeben haben soll? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann nicht mal anfangen zu schätzen. Und warum nicht? Er hat dem Pagen ein wirklich dickes Bündel Scheine gegeben. Ein Bündel Scheine? Oh, nun, wie interessant. Das war wirklich ein äußerst großzügiges Trinkgeld, oder? Ein sehr dickes Bündel Scheine. Das ist wohl kaum ein Trinkgeld, euer Ehren. Der Richter sieht langsam wirklich misstrauisch aus. Ich meine, ich kann nicht wirklich Einspruch erheben, weil es ist einfach komplett Banane, einem Pagen so viel Trinkgeld zu geben. Oder... Es ist eben wirklich sehr, sehr merkwürdig. Es gibt nichts, wogegen ich wirklich Einspruch erheben könnte.
Ich meine, wer kann schon bestreiten, dass ein Bündel Scheine seltsam ist? Ganz mal reden. Angenommen, dieses Bündel Scheine war kein Trinkgeld. Was war es dann? Bezahlung, euer Ehren. Bezahlung? Ist das nicht offensichtlich für den Mord an Herrn Corrida? Dann war der Page, den der Zeuge sah. Ja, er war der Killer. Immer langsam hier. Herr Wolf, Sie können das nicht etwa beweisen, oder? Habe ich meine Behauptung jemals nicht unterstützen können, euer Ehren? Hier habe ich die Karte, die Shelley the Killer am Tatort hinterließ. Shelley the Killer? Das ist die Person, die die Spezialteams der Polizei schon jahrelang verfolgen. Ich bin mir sicher, dass die Person, die der Zeuge sah, dieser Shelley the Killer war. Wirklich? Ist das was, Herr Powers? Nein, nichts. In meinem Kopf hat es nur gerade Klick gemacht. Ich habe diesen Pagen später an dem Abend noch einmal gesehen. Was? Herr Powers, bitte sagen Sie aus. Berichten Sie uns, was Sie gesehen haben. Ja, natürlich. Sofort. Das zweite Mal. Okay, auf geht's. Dieses Mal war ich im Gang, weil ich zur Toilette musste. Und da sah ich, wie der Page, den ich schon vorher gesehen hatte, aus dem Zimmer kam. Natürlich meine ich mit Zimmer Juan Corridas Zimmer. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wirkte der Page irgendwie fehl am Platz. Ja, also musste er der Mörder gewesen sein, da bin ich mir sicher. Ich meine... Vielen Dank, das ist alles, was wir im Augenblick brauchen. Hä? Aber ich bin noch nicht fertig, da ist noch mehr. Beweisen wir erstmal, dass der Page wirklich Herr the Killer war. Dann sehen wir weiter. Also, der Page kam aus dem Zimmer des Opfers. Wenn dieser Page wirklich der Mörder war, dann denke ich, ist die Antwort offensichtlich. Das ist richtig, euer Ehren. Nun, Wright, ich denke, jetzt bist du dran, uns zum Lachen zu bringen. Ah, ha, 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 ha. Das ist nicht zum Lachen. Ja, aber es ist so traurig. Was soll ich machen? Statt zu heulen, lache ich jetzt einfach nur noch. Okay, diesmal war ich im Gang, weil ich zur Toilette musste. Und da sah ich, wie der Page, den ich schon vorher gesehen hatte, aus dem Zimmer kam. Natürlich meine ich mit Zimmer Juan Corridas Zimmer. Aus dem Zimmer des Opfers? Ja, das mit all den schönen Blumen und Teddybären. Das war wirklich Juans Zimmer. Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich jetzt geliefert bin. Fahren wir lieber mit der Aussage fort, nicht wahr? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wirkte der Page irgendwie fehl am Platz. Was genau an ihm wirkte denn so fehl am Platz? Right, right, right. Was soll dieses schwachsinnige Grinsen? Vielleicht, weil ich nicht weiß, was für fatale Sachen er als nächstes sagt. Nun, der Page kam mit leeren Händen heraus. Mit leeren Händen? Dieser Page war doch jemand vom Zimmerservice, richtig? Aber er schob weder einen Wagen noch trug er ein Tablett. Sie fänden das doch auch ein wenig seltsam, oder? Ich stimme zu, dass das ein wenig seltsam ist, Herr Powers. Aber ist das für einen Pagen wirklich so ungewöhnlich, mit leeren Händen dazustehen? Was soll ich tun? Soll ich Herrn Powers Aussage so weiterlaufen lassen, oder... Es ist weder seltsam noch ungewöhnlich, einen Pagen mit leeren Händen zu sehen. Doch, ist es schon. Nein, ist es nicht. Seid ihr beide fertig, euch wie Schulkinder aufzuführen? Pagen gehören zum Zimmerservice, sie sind nie mit leeren Händen zu sehen. Euer Ehren, ich beantrage, die alte Zeugenaussage durch die neue zu ersetzen. Edworth, wirst du alles Erdenkliche tun, um den Pagen verdächtig aussehen zu lassen? Ich verstehe. Nun gut, das Gericht stimmt zu und nimmt den Antrag der Anklage an. Herr Powers, würden Sie Ihre Aussage bitte ergänzen? Ja. Ich fand es seltsam, dass ein Page mit leeren Händen aus dem Zimmer eines Gastes kam. Sie sagen also, es sei verdächtig, ihn mit leeren Händen zu sehen? Ja, wirklich verdächtig. Ich meine, als ich den Pagen das erste Mal sah, trug er ein Tablett in der Hand. Mit einer Flasche Saft und einem Glas darauf. Saft? Was für ein Saft war das? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Tomatensaft war. Wenn wir irgendeinen Grund finden könnten, warum er mit leeren Händen herauskam. Ja, habe ich. Weil doch im Herrn Corridas Zimmer stand doch ein Glas mit Tomatensaft. Also es stand eine Flasche Tomatensaft mit dem Glas. Irgendein Beweis dafür. Dann kommen wir vorerst nochmal davon. Beweis.
Muss ich mal wieder in der Gericht, sagte Wühlen. Ja, also musste er der Grüße sein, bin ich mir sicher. Nee, ich fand es seltsam, dass ein Pasche mit leeren Händen aus dem Zimmer eines Gastes kam. So. Und jetzt würde ich gerne. Oder was ist das denn? Im Tatortfoto kann man nämlich das Tablett sehen und die Flasche Tomatensaft. Deswegen würde ich hier jetzt das Tatortfoto einmal präsentieren. Herr Powers. Ja. Sie lassen sich leicht von den Worten anderer beeinflussen, nicht wahr? Als Sie gehört haben, dass der Page der Mörder gewesen sein könnte, gingen Sie davon aus, dass es wahr sein müsste. Aber ist er denn nicht verdächtig? Diese lange Naht, Stiche und... Und? Ein Baseball hat auch eine Naht. Behaupten Sie etwa, alle Baseballbälle seien deswegen verdächtig? Nun, da ist noch... Ich meine, was ist mit den leeren Händen? Ich bitte das Gericht, einen Blick hierauf zu werfen. Das ist der Tatort. Da steht ein Glas neben Herrn Curry, das Leiche. Die Flüssigkeit in diesem Glas ist Tomatensaft. Und nun achten Sie bitte darauf, was auf dem Tisch in der Ecke rechts unten steht. Jeder kann eindeutig sehen, dass es ein Tablett mit einer Flasche Tomatensaft ist. Der Page hatte das gerade in Herrn Curry das Zimmer gebracht. Er ließ das Tablett im Zimmer und deshalb ging er mit leeren Händen wieder raus. Aber das würde bedeuten, der Page hat im Zimmer eine Leiche gesehen und liegen gelassen. Ah, aber können Sie beweisen, dass Herr Curry da zu jenem Zeitpunkt schon tot war? Herr Wolf? Ja. Sie sind schuld dran, dass ich jetzt im Klamassel stecke. Das tut mir furchtbar leid. Was ist los mit ihm? Warum lacht er? Zeuge, gibt es da nicht noch etwas, das Sie uns mitteilen wollen? Gibt es was? Der Page kam mit leeren Händen heraus. Oder sollte ich sagen, mit leeren Händen? Sie hatten doch was Interessantes über seine Hände zu sagen. Oh, ja, ich hätte fast vergessen. Hä? Was? Dieser Page, er trug Handschuhe. Handschuhe? Ja, tiefschwarze Lederhandschuhe. All die anderen Pagen tragen keine solche Handschuhe, nicht wahr? Schwarze Lederhandschuhe. Warum haben Sie das nicht schon früher gesagt? Tut mir leid, vergessen. Mann, das lässt den Pagen wirklich verdächtig aussehen. Gut, Konzentration. Jetzt nicht nachlässig werden. Was ist schon dabei, wenn er Handschuhe trug? Viele Pagen tragen Handschuhe. Kommen Sie schon, Herr Wright. Dieser Page trug welche aus schwarzem Leder. Und? Ein Fußball ist auch aus Leder. Behaupten Sie etwa, alle Fußbälle sind verdächtig, nur weil sie aus Leder sind? Oh Gott. Es wird nicht besser hier. Aber dieser Mann, er bekam ein großes Bündel Scheine vom Angeklagten und dann wurde er gesehen, wie er den Tatort mit schwarzen Lederhandschuhen verließ. Selbst ich kann nicht länger glauben, dass er ein ganz gewöhnlicher Page war. Es sieht so aus, als wären wir endlich zu einem Einvernehmen gekommen. Also dann, Zeuge, fahren Sie bitte mit dem Rest Ihrer Aussage fort. Dem Rest? Oh ja, bitte erzählen Sie uns mehr. Okay. Das zweite Treffen. Okay. Nachdem der Page Huans Zimmer verlassen hatte, klopfte er an Mats Zimmertür. Einfach so. Er gab der Person im Zimmer irgendwas. Dann ging der Alte einfach, ohne das Zimmer überhaupt betreten zu haben. Danach ging ich zur Toilette und dann zurück an meinen Platz. Also ging der Page nach dem Verlassen des Tatorts zum Zimmer des Angeklagten? Ja, das habe ich alles nur zufällig gesehen. So ein Zufall. Ich würde sagen, du hast zu viel gesehen. Und alles wirklich höchst verdächtig. Ich denke, wir können jetzt mit Sicherheit diesen Page als nicht normal bezeichnen. Also gut, fangen wir an, ja? Herr Wright, Ihr Kreuzfeuer bitte. Ja, Euer Ehren. Okay, nachdem der Page Huans Zimmer verlassen hatte, klopfte er an Mats Zimmertür. Einfach so. Er gab der Person im Zimmer irgendwas. Ich sagte, Moment mal. Okay. Das ist besser. Was soll das für eine Aussage sein? Ich bitte um mehr Ausführlichkeit und Details. Okay. Ich sollte ihm besser nur eine Frage auf einmal stellen. Okay, nach der Person drin fragen, nach dem etwas fragen. Nichts fragen. Gut, ich schätze mal, dass ich beides fragen kann, wenn ich die Aussage einfach noch einmal angreife. Deswegen werde ich einfach mit dem oberen anfangen und nach der Person drinnen fragen. Wer nahm dieses Etwas vom Pagen entgegen? Das weiß ich nicht. Was meinen Sie damit? Tut mir leid, aber ich konnte nur den Arm der Person sehen. Nur den Arm? Dann sagen Sie also, dass Sie das Gesicht dieser Person nicht gesehen haben? Ja. Nun, es war Herrngards Zimmer, richtig? Also hätte es nur Herrngard selbst sein können, würde ich sagen. Und dann, was tat der Page danach?
Oh, also nachdem er der Person im Zimmer das Ding gegeben hatte. So, und jetzt würde ich das hier nochmal gerne angreifen und jetzt würde ich gerne nach der Sache fragen. Nach diesem Ding, wie er das immer bezeichnet. Er gab der Person etwas? Ja. Und was war dieses Etwas? Wenn ich wüsste, was es war, würde ich es nicht ein Etwas nennen, oder? Aber das bedeutet also, dass etwas vom Tatort entwendet worden ist. Wissen Sie es ganz sicher nicht mehr, Herr Powers? Ich glaube, es war eher was Kleines. Ich würde Ihre Aussage soweit gerne zusammenfassen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Nach dem Verlassen des Tatorts ging der Page unverzüglich zum Zimmer des Angeklagten. Dort gab er der Person im Zimmer einen kleinen Gegenstand. Von der Person, die den Gegenstand entgegennahm, sahen sie nur den Arm. Ja, ganz genau, sowas. Edward, ist das alles wirklich wichtig? Natürlich, euer Ehren. Ich denke, das ist von größter Wichtigkeit. Da wurde das, was vom Tatort entwendet wurde, dem Auftraggeber übergeben. Herr Powers, bitte versuchen Sie sich zu erinnern, was der Page überreichte. Nun mal sehen. Ich denke, es war... Nein. Wenn Sie sich erinnern, fügen Sie es bitte Ihrer Aussage hinzu. Ja, verstanden. Wenn ich es wieder sehe, kann ich es genau sagen, aber es war wohl eine Art Holzstatuette. Die da? Also das ist mir nicht eingefallen. Wir haben das ja gefunden in Angards Anwesen. Das lag ja vor der Tür. Vor dem Zimmer, wo Maya festgehalten wurde. Was soll diese bedeutungsschwangere Pause? Wo kam dieser Einspruch her? Nun sagen Sie schon. Das war ich, euer Ehren. Das ist Phoenix. Ich habe das Gefühl, dass was Schlimmes passiert, wenn ich es zeige. Alright, wenn Sie was zu sagen haben, dann spucken Sie es aus. Ja, euer Ehren. Okay, Phoenix, tief durchatmen. Herr Powers, das Etwas, das Sie sahen, war es dieser Gegenstand? Oh, hey, das war's. Das ist das Etwas. Wow, alright, Sie haben es wirklich rausgefunden. Ich glaube, das haben wir in Matt Angards Anwesen gefunden. Im Haus des Angeklagten? Was soll das bedeuten? Ganz einfach, euer Ehren. Shelley der Killer ermordete Juan Corridor in seinem Zimmer. Und dann stahl er diesen Holzbären vom Tatort. Das bedeutet also, wenn der Bärenherr in Angards Anwesen gefunden wurde... Das versteht sich doch von selbst, euer Ehren. Herr Matt Angard ist der Killers Auftraggeber. Ich sagte Ruhe. Alright, das ist eine bedauernswerte Wende der Dinge für Sie. Ja. Tut mir leid, Mia. Nein, schon gut. Deine Beurteilung war einwandfrei. Ich dachte mir schon, dass der Bär kommen würde. Wenn nicht jetzt, dann ganz sicher später. Auch wenn du ihn nicht dem Gericht vorgelegt hättest, dann sicherlich, Edward. Ah, ich hätte fast vergessen, dass er auch darüber Bescheid wusste. Ich denke, es ist eindeutig, dass dieser Prozess nicht fortgeführt werden muss. Das darf ich nicht zulassen. Ich muss was tun. Es muss etwas geben, das ich übersehen habe. Euer Ehren, eine Minute bitte. Ja, Herr Wright? Es sind immer noch einige Punkte offen, die noch nicht vollständig geklärt sind. Was hast du noch vor? Nun, das geht natürlich nicht. Gut, Herr Wright, welche fragwürdigen Punkte würden Sie denn gerne weiter klären? Die Person, die den Bären nahm eigentlich. Weil... Man hat ja nun den Namen gesehen. Woher will man denn wissen, ob das wirklich Matt Angard war? In Herrn Powers Aussage gab es eine Sache, die sehr unklar war. Und das ist die Identität der Person, die den Bären erhielt. Er gab der Person im Zimmer etwas. Tut mir leid, aber ich konnte nur den Arm der Person sehen. Solange wir nicht wissen, wer den Bären entgegennahm, können wir nicht sicher sein. Was ist, Herr Powers? Wenn Sie schon derartig schreien, dann nennen Sie uns wenigstens einen guten Grund. Oh, ja, Entschuldigung. Also, ich weiß es wieder. Ich erinnere mich wieder, wer den Bären entgegennahm. Wirklich? Ich meine, ich sah nur seinen Arm. Aber der Arm... Es war der Arm des Nickel Samurais, das schwöre ich. Sie machen wohl Witze. Sind Sie sich ganz sicher, Herr Powers? Ja, ich bin mir ganz sicher. Es war der Nickel Samurai. Ruhe. Sieht so aus, als hätten sie ihr eigenes Grab geschaufelt. Wieder mal. Das wievielte Mal heute? Ich zähle nicht mehr mit.
Also, die Person, die diesen kleinen Bären nahm, war der Nickel Samurai. Und wie wir alle wissen, ist Metangard der Nickel Samurai. Dank der Verteidigung haben wir das nochmal verdeutlicht. Was soll ich jetzt noch tun? Mia, Hilfe? Keine Zeit für Orientierungslosigkeit. Du musst eine andere Angriffsmöglichkeit finden, schnell. Ich würde das Kreuzverhör jetzt... Euer Ehren. Schon wieder, Herr Wright. Wir haben bereits alle fragwürdigen Bereiche der Aussage geklärt. Es ist an der Zeit, dich von diesem Gericht zu entfernen, Wright. Ich muss was finden. Ein noch so kleiner Punkt würde reichen. Es gibt immer noch Fragen, die nicht beantwortet wurden. Was hast du noch vor? Nun, das geht natürlich nicht. Gut, Herr Wright, welche fragwürdigen Punkte... Der Bär. Ich denke, der Bär selbst ist äußerst fragwürdig. Der Bär, Herr Wright? Er wurde in Herrn Hangards Anwesen gefunden. Herr Hangard wurde an jenem Abend aber im Hotel festgenommen. Das bedeutet also, dass er nach dem Mord nicht nach Hause gehen konnte. Ich denke, euer Ehren, Sie wissen bereits, was ich sagen möchte. Herr Hangard hätte unmöglich diesen Bären zu seinem Anwesen bringen können. Da haben Sie recht. Wir hatten diesen Punkt außer Acht gelassen, Herr Wright. Der Angeklagte hätte diesen Bären unter keinen Umständen nach Hause bringen können. Puh, Katastrophe abgewendet. Du hast mich noch nicht von meiner besten Seite erlebt, Wright. Ich kann mich noch deutlich erinnern. Ich erinnere mich, was du in Angards Anwesen vor dich hinmurmelst. Wir haben dieses Grundstück völlig umstellt. Er kann nicht entkommen. Ich kann es nicht fassen. Dieser Butler. Die ganze Zeit war er der Killer. Der Killer und Angard arbeiteten zusammen sozusagen. Und der Killer versteckte sich in Angards Anwesen als Butler. Was für ein mutiges Unterfangen. Die Bärenstatuette wurde von der Killer selbst zu Angards Anwesen zurückgebracht. Als sich abzeichnete, dass Angard festgenommen werden würde, trug er es ihn auf. Mein Gott, ich kann gerade nicht mehr lesen. Hätte die Polizei sie bei den Ermittlungen gefunden, wäre das wohl schlecht gewesen. Nun, Wright, du bist seit einiger Zeit ganz still. Das ist zu viel. Gibt's denn nicht, was ich angreifen kann? Ich denke, wir haben genug gehört. Wir wissen, die Bärenstatuette befand sich im Anwesen des Angeklagten. Und wir wissen, wer den Bären sein Zimmer vom Killer überreicht bekommen hat. Alles ist nun völlig klar. Der Auftraggeber, der den Mörder für den Mord anheuerte, war Matt Angard. Ich sehe keinen Grund, diesen Prozess fortzusetzen, deshalb spreche ich jetzt das Urteil. Vielen Dank für Ihr Verständnis, Euer Ehren. Siehst du, Wright? Du konntest gegen die Wahrheit nicht gewinnen, oder? Ich wusste, dass es so enden würde. Schließlich hat Edward nur die Wahrheit gesagt. Noch irgendwelche Einsprüche, Herr Wright? Nun, habe ich welche? Was soll ich nur tun? Ich werde jetzt das Urteil verkünden. Es gibt nur einen Weg, diesen Prozess in die Länge zu ziehen. Mir bleibt nur noch ein schmutziger Trick. Euer Ehren, jetzt gibt es zwei Gründe zu glauben, dass mein Mandant der Auftraggeber des Mörders ist. Grund Nummer 1, er hat die Bärenstatuette vom Mörder angenommen. Grund Nummer 2, diese Statuette wurde in Angards Anwesen gefunden. Aber es wäre möglich, dass das als alles das Werk einer gewissen anderen Person war. Was sagen Sie da? Ich sage nur, es wäre möglich, dass jemand anderes der Killers wahrer Auftraggeber ist. Der wahre Auftraggeber? Ja. Ist das alles, was du hast? Also gut, Herr Wright, geben Sie Ihre Theorie zum Besten. Wer ist dann also der wahre Auftraggeber von The Killer und somit der wahre Mörder? Tja. Das Problem ist, dass es ja wirklich Angard ist. Ich glaube, die einzig andere Person, die wir jetzt nennen könnten, ist Adrian Andrews. Ich glaube, eine andere Wahl haben wir gerade nicht. Das ist jetzt natürlich eine falsche Beschuldigung. Aber, glaube ich, unsere einzige Möglichkeit, um diesen Prozess weiter in die Länge zu ziehen. Adrian Andrews? Ja, wir wissen bereits, dass die Matt Angard das Verbrechen anhängen wollte. Indem sie ein anderes Nickel Samurai Kostüm trug. Dann war der Arm des Nickel Samurais, den ich sah. Er hätte sehr gut der von Frau Andrews sein können. Aber was ist mit Herrn Angard? In der gestrigen Aussage hieß es, wenn Sie sich erinnern,
dass der Angeklagte während der Pause ein Nickerchen machte. Das stimmt. Dann das Finden der Statuette in Herrn Angards Anwesen. Das war eine sehr raffinierte Falle von Frau Andrews. Edworth, wie denken Sie darüber? Ich habe aufgehört, die Fehler in der Logik der Verteidigung zu zählen. Außerdem gibt es keine Beweise, die das unterstützen. Jedoch kann ich diese Möglichkeit auch nicht ganz ausschließen. Ich tue es, Meier Schutz. Ich tue es, Meier Schutz. Auch wenn sich die ganze Welt gegen mich stellt, darf ich diesen Kampf nicht aufgeben. Jeder, der stört, muss den Gerichtssaal verlassen. Euer Ehren. Im Interesse der Verteidigung bin ich bereit, das Was-wäre-wenn-Spielchen mitzumachen. Das Was-wäre-wenn-Spielchen, Herr Böff? Die Anklage ist bereit, die Theorie der Verteidigung anzufechten. Wright, sogar du musst dich doch gefragt haben... Warum sollte der Verbrecher den kleinen Holzbären haben wollen? Er hat recht. Der Killer brachte diesen Bären sofort zu Angard. Warum, fragst du? Ist da etwas Besonderes dabei? Absolut. Und ich bin mir sicher, sobald das Gericht seine Bedeutung kennt, wird die Identität des Warnmörders eindeutig klar sein. Euer Ehren, die Anklage ruft einen Zeugen auf, der alle Zweifel gegen Frau Andrews beseitigt. Und wer könnte das sein? Ganz einfach, Euer Ehren. Frau Adrian Andrews selbst. Oh, vielleicht ist ja dieser Abschiedsbrief in dem Bären drinne. Das kann doch sein. Ich verstehe. Nun gut, das Gericht macht eine Pause von 10 Minuten. Die Anklage wird in dieser Zeit die Zeugen vorbereiten. Ja, euer Ehren. Okay, dann gibt es ein kurzes Päuschen von 10 Minuten. Oh, es war eine sehr gute Idee, sie als Geisel zu nehmen, stimmt's, Herr Anwalt? Aber ich hätte nie gedacht, dass sie in ihrer Verzweiflung Adrian die Schultern hängen. Ich schwöre, dieser Teufel wird dafür bezahlen. Herr Nick! Pearls, wo ist Mia? Ich weiß nicht. Eine sehr starke Kraft hat sie plötzlich fortgerufen. Eine sehr starke Kraft? Oh, Herr Nick, ihr Telefon! Es ist Gam Show. Wie sieht's aus? Wie schlägst du dich da drin, Junge? So einigermaßen. Wir haben gerade was gefunden, das uns über Wasser hält. Puh, das ist gut, Junge. Und wie steht's bei Ihnen? Schon was gefunden? Haben Sie herausgefunden, wo der Killer und Meier sind? Wir haben immer noch keine Spur, aber... Was? Uns bleibt keine Zeit mehr. Wenn wir nur eine hätten, schon eine einzige Spur wäre wirklich hilfreich. Ich bin nur so weit gekommen, weil ich immer wieder dachte, dass ich den Prozess hinziehen muss, bis Meier befreit ist. Hat mich denn diesmal all mein Glück verlassen? Ist unsere Hoffnung umsonst? Ein Zelt. Hä? Ein Zelt? Ich konnte ein Zirkuszelt sehen. Mia? Es sieht so aus, als wäre Maya bis vor wenigen Minuten bewusstlos gewesen. Sobald sie aufwachte, rief sie mich. Also hat Maya dich fortgerufen? Sie ist gerade in einem kleinen staubigen Raum eingeschlossen. Aber ich konnte vor dem Fenster ein Zirkuszelt in ca. 100 Meter Entfernung sehen. Gamschau, befindet sich gerade ein Zirkus in der Stadt? Es gibt nur einen, Junge, Barrys großen Zirkus. Maya befindet sich irgendwo im Umkreis von 100 Metern vom Zirkuszelt. Was? Okay, eine Minute, Junge. Hey, zeichne einen Kreis auf der Karte mit einem Radius von 100 Metern vom Zirkuszelt. Und? Und? Ich konnte unter dem Fenster einen Briefkasten sehen. Gamshow, da ist auch noch ein Briefkasten. Okay, was noch? Was noch, Mia? Tut mir leid, aber das Fenster war sehr klein. Ich konnte sonst nichts sehen. Es fühlte sich so an, als wäre es ein altes Bürogebäude im dritten Stock oder so. Ich habe sie gehört, ein altes Bürogebäude. Sehr gut, Junge. Okay, halte durch da drin. Noch ein wenig länger, Junge. Wünsche uns Glück. Ihr Glück. Ich rufe später an. Achte also darauf, dass der Akku nicht leer wird, okay? Mia, Maya ist nicht verletzt, oder? Sie ist in ziemlich schlechter Verfassung. Sie lassen sie hungern. Gamshow, bitte beeilen Sie sich. Wir haben keine Zeit mehr. Bist du okay, Phoenix? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Maya befreit ist. Ich schaff das. Ich muss den Prozess nur noch ein wenig hinauszögern. Man hofft es zumindest. Aber bevor wir jetzt wieder zurück in das Gericht gehen und uns die Aussage von Adrian Andrews anhören werden, gibt es hier einen Cut. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns sehr, sehr gerne im nächsten Part wieder.
Bis dahin. Ciao.